Wir haben hier ja mehrere Gruppen. 3. Oktober, 31.10. Okay. Ja, das ist die Frage. Hat der auch hier geforscht, der Vater? Ist dem da auch aufgefallen, dass manche verschwunden sind? Sind alle verschwunden? Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Aha. Orden im Namen ihrer königlichen Majestät Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit, das Land schuldet George Hurst einen ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzungen, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Mhm. Schön. Und was ist das? Zigarren? Oder Patronen? Das sind Patronen, oder? Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Aha. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Aha. Und was? Ein Gewehr vielleicht? Okay. Eine Karte von Epping Forest. Mhm. Ah! Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Verstehe, verstehe. Das haben wir also rausgefunden. So, jetzt können wir noch ein paar Verkettungen machen. Abschiedsbrief, Liste von Bedürftigen, die Verwundung. Ja, nun, der Zeitungsartikel. Okay, der nicht. Das auch nicht. Okay. Was können wir denn hier verketten? Die Verwundung? Abschiedsbrief? Nein. Vermisst? Nein. Nein. Okay, das hat alles damit. Was heißt denn hier vor Verschwinden? Haben schon sein Gewehr mit. Vielleicht das mit den Vorbereitungen? Auch nicht. Tja, Abschiedsbrief. Der aber ja, pff,
Knifflig. Der besondere Job. Mit Liste von Bedürftigen vielleicht? Nein. Ah! Oh! Kein friedlicher Job. George Hurst, besonderer Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür ein Gewehr mitgenommen hat. Schon klar, ja. So, aber mehr ist hier nicht zu finden, oder? Nee. Gibt's noch mehr Verbindung? Der besondere Job mit Abschiedsbrief. Ah. Der wusste, dass er nicht zurückkehren würde. George Hurst hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den er Tom aber nicht gegeben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. Was sind denn das für Verbindungen? Verstehe das nicht so ganz. Was ist denn mit Hilfe hier? Oder der wusste das. Es gibt immer noch Verbindungen. So, vielleicht Liste von Bedürftigen. Ah. Interessiert Informationen. War sehr interessiert am Sonderausbrecher, aber das war auch schon alles. Hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbrecher. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Und es gibt noch mehr Verbindungen. Mein Gott! Vielleicht vermisst und Liste von Bedürftigen. Aha. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Ah! Der wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonder verschwunden sind. Okay. Ja. Und noch mehr Verbindung. Der wurde verwundet. Vielleicht das und das? Tatsächlich. Okay. Das und das noch. Cool. Schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Programm raus. Oh. Alles klar. Und jetzt haben wir nur noch diesen Club da. Na dann. So, aber wir gucken hier noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja trotzdem noch was. Hier war ja auch noch eine große Tür. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Ach so.
Ach so. Ja gut, dann gibt's hier wohl nichts mehr groß. Dann gehen wir mal wieder. Hast du gut gemacht. Bravo, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Ja, ne? So, kommt er auch wieder mit? So. Servus. Ach nee, da müssen wir ja gar nicht hin. Wir müssen ja hier zu... Da zu dem Haus müssen wir. Hat der den Hund jetzt da gelassen oder was? Mann. So, aber hier, schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm heraus. Sind wir ja schon ein paar Mal rumgeschlichen. Gucken, wie wir da wirklich reinkommen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, durch die Hintertür irgendwie. Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Okay. Okay, er spielt den gewissenhaften Arzt. Das ist nicht der beste Weg hinein. Ach so, ja. Nicht. Dann doch die Hintertür, ha? Wie ich vermutet habe. Sag ich jetzt mal nicht zu laut, weil vielleicht ist es doch wieder falsch. Oder durchs Fenster? Das Fenster ist verschlossen. Ah. Aber die Hintertür war doch auch verschlossen. Ach so, die ist jetzt offen. Verstehe. Setzen wir einen mehreren Pansen Dietriche ein. Ah ja, okay. Läuft doch. Ist ja gar nicht so schwer. So kriegt man also die Türen auf. Cool. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Was? Was? Wie? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh, Sie Tollpatsch. Passen Sie doch auf. Ich muss wirklich zu Lord Marsh und ihn untersuchen. Fischer, bitte, lassen Sie Dr. Watson rein. Schon ein sehr komischer Arzt, ne? So, was haben wir hier? Lord Marsh ist ein alter Jäger. Mhm. Hier kann ich mich verstecken. Ah ja, gut. Gut zu wissen. Sehr geehrter Lord Marsh, dank Ihrem wundervollen Ausbildungsprogramm hat sich mein Leben völlig geändert. Ich wusste nicht, wie ich Ihnen danken sollte, deswegen habe ich Ihnen diese Blumen gepflückt. Vielen Dank. Okay. Hallo. Ach so. Kann ich nur wegtun. Brief stecken wir natürlich ein. Bis zu diesem Tag wurde durch das Sonderausbildungsprogramm schätzungsweise über 200 Menschen vor dem Leben und dem Tod in der Gosse gerettet. Vor dem Leben und dem Tod? Ah ja.
Sie wurden dazu gebracht, an den wichtigsten Grundlagen für unser blühendes Empire mitzuarbeiten und ihren Teil zu unserer unser aller Wohlstand beizutragen. Dies ist vor allem der Version und der weisen Voraussicht von Lord Marsh zu verdanken, der zu unserem fortschrittlichsten und klügsten Politiker gehört. Er hat überwältigende Arbeit in diesem Bereich geleistet, ohne sich auch nur im Ansatz von der haltlosen Kritik und anderen Hürden durch seine arroganten Kollegen behindern zu lassen, die einfach nicht über ihren Tellerrand hinaussehen wollen. Hier ist noch ein Brief. Sehr geehrter Lord Collins, ich bin mir absolut sicher, dass wir im Hinblick auf das Wohl des Empires viel von jenen lernen könnten, auf deren Rücken wir uns allzu gerne stehen. Von demselben Menschen, die wir mittellos und hungernd in den Schatten unserer Städte ihrem Schicksal überlassen, hierzulande wie auch in anderen Ländern. Lord Marsh. Ich glaube, der ist gar nicht so böse. Ich glaube, der Fischer hat da irgendwas seine Hände mit im Spiel. Auf der anderen Seite ist das schon wieder zu auffällig. Hängt schief. Fingerabdrücke. Mal sehen, ob sich der Tresor knacken lässt. Ja, machen wir doch mal. Doktor, Sie konnten es wohl kaum erwarten, mich erneut zu besuchen. Ganz genau. Erlauben Sie mir, Sie zu untersuchen? Eine zweite Meinung, damit der große Lord Marsh nicht plötzlich der tote Lord Marsh ist? Nun, wenn Sie es so ausdrücken, sehr gerne. Soll ich mich in Ihr Büro zurückziehen, Milord? Nein. Nein, Doktor, bitte, bleiben Sie hier. Ich werde Ihre Hilfe brauchen. Soll noch etwas zu Bruch gehen? Das wird sich zeigen. Okay, ich muss mich, glaube ich, mal verstecken. Dass wir gesehen haben, dass wir uns da verstecken können. So, drehen Sie die Schlossscheiben und suchen Sie gleichzeitig Stelle, an der Sie am deutlichsten den Mechanismus hören können, um so zur korrekten Kombination zu gelangen. Sehr gut, das klappt. Gut. Ja. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Geld, 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 Geld nehmen wir mit. 7. November. Das heißt, das Treffen soll heute stattfinden. Okay. Sehr geehrter Lord Marsh, unser Treffen findet bei der Gaston-Ruston-Eiche am 7. November statt. Diesem Schreiben liegt eine Karte bei, damit Sie den Treffpunkt ohne Probleme finden können. Lord Collins. Okay, nehmen wir die Karte auch mal. Geld nehmen wir nicht. Brief nehmen wir noch. Ich bewundere all diese Bedürftigen so ungemein. Sie sorgen für so viel frischen Wind. Mit ihnen zu kommunizieren ist eine wahre Freude. Und sie sind so klug, nicht so wie wir. Vielleicht sollten sie Lord sein und wir gewöhnliche Menschen. Aha.
Der Herren. Gut. Haben wir alles abgeschlossen? Können wir wieder rausgehen? Ich würde sagen, Sie leiden womöglich doch nicht nur an einer einfachen Grippe, Lord Marsh. Wo ist denn Ihr werter Freund, Dr. Watson? Oh, er steckt seine Nase bestimmt gerade wieder in anderer Leute Angelegenheiten. Sehr gut. Mylord, es tut mir leid zu stören, aber ich muss Sie an Ihre Verabredung erinnern. Schon so spät? Verzeihen Sie, Dr. Watson, aber wir werden woanders erwartet. Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Sie gehen aus? Das ist in Ihrem Zustand nicht sehr ratsam. Das ist lieb gemeint, aber das Elend ruht nie. Ich werde gebraucht. Nun, passen Sie gut auf sich auf, Lord Marsh. Ich werde Ihnen meine Diagnose zukommen lassen, Dr. Fischer. Danke, Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Okay, wir haben das Taschentuch, wir haben alles gefunden. Herleitung öffnen. Können wir irgendwas herleiten? Ah, Einladung. Jagdclub. Vielleicht das? Tatsächlich. So, hier unten. Sind alles leidenschaftliche Jäger. Okay. Haben wir. Ist der Holmes jetzt auch mit? Ja, der ist auch mitgekommen. Haben wir gut gemacht, Watson. Dürfter Typ. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hingefahren? Wieder in die Baker Street? Ja. Gut, dann... Holmes, diese Eiche. Sehen Sie sich das an. Das ist ernst. Was ist ernst? Dann gucke ich doch mal eben kurz. Was ist denn? Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Seine Spucke. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Ja. Sehen wir uns das einmal an. Hätte ich ihm auch vorher sagen können. So, hier Fokus. Oh. So ist scharf, würde Auswurf. Ich sagen. Auswurf. Mit kleinen Blutstropfen. Auswurf. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Ja, machen wir doch. Ich muss mit dem Glasstäbchen eine Probe davon nehmen. Also, dann, Glasstäbchen. Glasstäbchen? Nicht blind? Das ist doch ein Glasstäbchen, oder? Aha. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Aber natürlich, wir machen die ein bisschen lila. Dafür brauche ich eine Pipette. Ach so. Eine Pipette, ja. Ich nehme die. Und die ein bisschen hier in das Blau. Ich finde Blau toll. In Methylenblau. Nein, das ist die dritte Chemikalie. Das ist die dritte? Alkoholsäure. Nein, das ist die zweite Chemikalie. Ah ja, das ist die erste. So weit kann ich auch schon zählen. Dupf. Ach so, ich muss alle drei machen, oder was? Ah ja, okay. Und tupf. Und Tupf.
Sehen wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Sehr gut. Zack. So, schön. Untersuchen Sie die Probe und halten Sie Ausschau nach ungewöhnlichen Elementen. Dann gucken wir mal. Ah, da. Würmer in der Lunge. Mykobakterien. Ach ja, Lord genau. Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Ja, das hat man ja schon so Holmes, gesehen. Die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber mein Gott. Glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus. Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an.